gut, ihr lieben Makerlein. Gestern war nicht wirklich mein Tag. Deswegen gibt es heute erst ein Video. Sorry erstmal dafür. Ich hatte ja gesagt, es kommt nur montags, mittwochs und freitags entsprechend Videos raus. Daran möchte ich mich auch halten. Aber gestern war so ein stressiger Tag, dass ich am Schluss nach Hause gefahren bin, kurz was gegessen habe und habe ich in der Koje gelegen. Nichtsdestotrotz bin ich euch noch ein Video von gestern schuldig. Und das wiederholen wir heute. Oder holen wir heute natürlich nach. Worum geht's heute? Ich habe letzte Woche gesagt, dass wir uns darum kümmern oder uns mal anschauen, wie man Clipper auf einem Raspberry Pi installiert. Jetzt nicht genau Clipper für den Vron 2.2, der ist ja schon fertig, da will ich es nicht nochmal drauf installieren, weil das war schon Aufwand genug, den zu konfigurieren. Nein, wir werden es heute mit einem neuen Raspberry machen. Die ersten Schritte, die wichtigen Schritte sind genauso wie für jeden anderen, der Clipper benutzen möchte. Und im Detail werden wir uns dann die Konfiguration und die Einstellungen am Vron 2.2 angucken. Hier drauf kommt dann später der Vron Zero, sprich Harley Quinn, welcher schon hinten zumindest mal mit dem Rahmen im Regal steht. Genau. Dementsprechend fangen wir mal an. Was benötigen wir dafür? Ich habe jetzt hier einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB, glaube ich. Ja, es kommt ungefähr hin. Und wir brauchen natürlich eine SD-Karte. Ich habe jetzt hier erstmal standardmäßig eine 32 GB SD-Karte geholt. Ja, und bevor die Leute jetzt anfangen zu schreien da draußen, die so ein bisschen pingelig sind, ich werde auch später nochmal eine größere holen gehen. Ich habe sie nur momentan nicht vorrätig gehabt. Aber für Testzwecke, glaube ich, reicht es erstmal aus. Genau. Dann habe ich darauf schon Octoprint installiert. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, da findet ihr ein Video dazu. Da habe ich dem Prusa i3 hinten schon auf dem Raspberry schon Octoprint installiert, um das Bed-Leveling anzupassen. Das Video findet ihr halt oben in der Ecke. Und da seht ihr auch, wie man Octoprint richtig auf dem Pi installiert, beziehungsweise auf der SD-Karte und wie der Pi damit hochbooten kann. Grob gesagt sind die Schritte für die Installation von Clipper relativ übersichtlich. Man installiert Octoprint, man installiert Clipper und OctoClipper. OctoClipper ist dabei ein Plugin, was in Octoprint reinkommt, dass man über die Oberfläche von Octoprint quasi die Konfiguration anpassen kann und dann nicht jedes Mal die Konfiguration manuell über SSH oder über FTP entsprechend ändern und einspielen muss, um den Raspberry Pi dann neu zu starten. Nein, das passiert alles relativ automatisch und man kann das Ganze schick in der UI einfach ändern und einpflegen. Danach gehen wir hin und konfigurieren Clipper, denn der muss natürlich wissen, welches Board hängt dran. Beim Vron sind das zum Beispiel mal LPC-Mikrocontroller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir gucken uns das gleich nochmal an in der Konfiguration, das können wir auf dem Vron natürlich ausführen. Und dann muss dazu entsprechend auch das Clipper gebaut und auf die SD-Karten von den SKR-Boards, die ich jetzt beim Vron verbaut habe, natürlich aufgespielt werden. Das gucken wir uns jetzt alles gleich im Detail an, ist viel Zeug. Ist aber nicht so wild. Ich habe gesehen, es gab schon ein paar Anfragen im Discord. Hey Maggie, wie hast du das gemacht? Bei mir funktioniert es nicht ganz. Deswegen gibt es heute das Video. Genau. Fangen wir erst einmal an, indem wir uns hier auf die Konsole mit SSH connecten. Ich starte jetzt hier mal die Bildschirmfreigabe. So, wir sind jetzt hier auf dem Raspberry Pi schon drauf. Per SSH. Und fangen jetzt hier an, entsprechend mit Git Clone. Und jetzt muss ich mir die URL kurz kopieren, weil die habe ich nicht im Kopf. Und fügen die URL ein. Und er klont sich jetzt erstmal Clipper aus einem Repository im Internet. Git ist in erster Linie eine Versionskontrolle. Wer einen Mac benutzt, kennt das Ganze schon. Das nennt sich nur Time Machine beim Mac. Und ist eigentlich ein ganz cooles Zeug, weil man damit halt die ganzen Software versionieren kann. Und genau das machen die hier auch. Und somit kriegt man erstmal immer den aktuellsten Stand vom Masterbild. Genau. So, das haben wir dann schon mal. Clipper haben wir runtergeladen. Als nächstes installieren wir OctoClipper. Dafür kopiere ich mir hier das Kommando aus der Anleitung. Die Anleitung packe ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung. Die ist echt genial. Die frühstückt wirklich alles von, wie muss ich den Vron verkabeln, wie installiere ich die Software, wie konfiguriere ich die Software, was muss ich beim initialen Start vom Vron alles beachten, was muss ich alles einrichten, was muss ich alles wie leveln und was kann ich alles wie leveln, bis hin zum Einrichten des Slicers. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung.
Danach starten wir die Installation von OctoClipper. Da sagen wir natürlich ja, das Passwort ist Raspberry. Und dann dauert es gerade einen Moment, bis das Ganze installiert ist. Da ist die Installation auch schon durchgelaufen und als nächstes gehen wir direkt nochmal in das Clipper-Verzeichnis. Dazu wechseln wir ins Benutzerverzeichnis /Clipper und schauen uns mal an, was er denn da alles reingepackt hat. Und da sieht man, da ist eine Makefile drin, da ist eine README drin, eine Config, eine Copying, Docs, eine Lib. Also alles, was wir brauchen, um Clipper jetzt wirklich sauber zu installieren und sauber zum Laufen zu bringen. Als allererstes gehen wir hin und machen einen Make Clean. Anschließend wollen wir, dass wir das Ganze gebaut bekommen. Make Clean, für die, die es wissen wollen, sorgt dafür, dass quasi das letzte Bild erstmal abgeräumt wird und alles ordentlich gemacht wird, damit wir eine plane Oberfläche haben, auf der wir aufbauen können. Mit Make bauen wir dann das Ganze, aber wir bauen es nicht nur ganz einfach, sondern wir machen einfach mal ein Make Menu Config. Dadurch können wir erstmal einrichten, welches Board wir verwenden wollen und noch ein paar andere Optionen, die wir danach auswählen können. Und danach, wenn wir das alles gespeichert haben und alles richtig eingegeben haben, machen wir nochmal Make. Und damit wird dann der ganze Bild ausgelöst und eine Config-Datei ausgeschrieben. Dann starten wir das Ganze mal. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis das durchgelaufen ist. Wir werden jetzt gleich als erstes einen blauen Bildschirm, wie wir es von Windows damals kennen, entsprechend sehen, so einen ASCII-Config-Bildschirm. Und da sagen wir jetzt erstmal, okay, was für einen Mikrocontroller wir verwenden. Also die MCU, die Mikrocontroller-Unit. Die ist nämlich ganz wichtig. Da müssen wir nämlich jetzt hier sagen, wir verwenden hier ein LPC-176X. Ha, ich hab's gewusst. Smoothie-Board ähnlich nämlich. Genau. Das wählen wir aus. Und dann sehen wir, hier haben wir nochmal entsprechend ein bisschen was, wo wir was auswählen können. Je nachdem, welchen Prozessor ihr genommen habt, ob der den 100 MHz oder den 120er. Ich lasse das jetzt einfach mal hier. Ich weiß es momentan nicht, aber soweit ich weiß, 100 MHz passt komplett. Target Board, User Smoothie Board, Bootloader, ja, lassen wir auch drin. Und Use USB for Communication. Natürlich wollen wir das, weil der Raspberry Pi ist natürlich mit dem Board über USB verbunden. Der ist nicht jetzt direkt seriell irgendwie an den Port angeschlossen, sondern halt über USB erstmal. Ist natürlich auch seriell, aber ja. Gut, damit gehen wir dann erstmal mit den Pfeiltasten rechts und links unten auf Exit und bestätigen das Ganze. Und dann fragt er uns, willst du das wirklich speichern und schreiben? Ja, möchte ich. Und danach führt er dann den eigentlichen Bild aus, den wir mit Komma, Leerzeichen, Make eingepflegt haben. Das dauert jetzt auch nochmal ein bisschen. Und als letztes seht ihr gleich unten Creating Binfile out /clipper.bin. Und das ist das Wichtige. Da ist so ein Stolperstein, für mich zumindest mal im Bild gewesen vom Voron. Diese Datei muss man nämlich nehmen, muss sie auf die SD-Karte vom SKR-Board packen beim Voron jetzt zum Beispiel. Ich rede jetzt immer nur explizit vom Voron-Board. Und muss diese in firmware.bin umbenennen und alles andere auf der SD-Karte, was da drauf ist, erstmal löschen. Warum das Ganze? Das ist jetzt quasi die Datei, aus der das SKR-Board quasi seine Firmware baut. Die ist nicht direkt da schon fertig kompiliert drin, sondern die wird erst daraus erstellt. Und wenn man jetzt sich, wie bei mir, die SD-Karte aus dem SKR-Board reinnimmt und über den USB-Dongle halt entsprechend mal am Computer anschließt, dann sieht man, dass da schon eine Firmware.cur, glaube ich, drauf war. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ob der Name richtig ist. Jedenfalls, das ist das aktive Betriebssystem, was auf dem SKR-Board installiert ist. Das muss natürlich abgeräumt werden, deswegen schmeißen wir den ganzen Kram weg und packen dafür die Firmware.bin drauf. Es kann jetzt in einzelnen Fällen sein, dass ihr die Firmware nochmal oder das Board nochmal resetten müsst, damit es merkt, okay, ich muss die Firmware neu kompilieren. Das könnt ihr machen, indem ihr, ich blende mal ein Bild ein, auf diesen einen Reset-Button für 3 Sekunden drückt und dann müsst ihr das Board neu starten und müsst ihr die Firmware kompilieren und mit der neuen Firmware dann hochfahren. Wenn das soweit alles ist, ist alles okay. Das könnt ihr nur erkennen, indem ihr euch später wieder die SD-Karte anguckt oder einfacher Weg, dass ihr einfach das Board mit dem Raspberry verbindet und versucht einfach, ob die Konfiguration für den Raspberry und für OctoClipper dann entsprechend läuft. Läuft sie nicht, ist irgendwas noch nicht richtig und dann könnt ihr mal einen Blick auf die SD-Karte werfen. Funktioniert das, wisst ihr, es hat richtig funktioniert und die Firmware hat sich richtig aufgebaut.
Genau. Damit sind wir jetzt da erstmal fertig. Ich gehe jetzt hin und disconnecte mich hier jetzt mal auf dem aktuellen Pi und gehe mal auf den Pi vom Voron 2.2. So, und da sind wir auch schon auf dem Raspberry 3, auf dem Raspberry vom Voron drauf. Ich schmeiße das den ganzen anderen Kram in der Konsole, der uns nicht interessiert, einfach mal weg. Und dann schauen wir uns mal die Boards an, die an den Raspberry aktuell angeschlossen sind. Und dafür mache ich mal list-l und zwar im dev/serial/by-id. Warum mache ich das jetzt auf dem Voron 2.2, der da hinten in der Ecke steht und nicht hier am Board? Ganz einfach, ich habe hier aktuell kein Board angeschlossen. Das heißt, er würde momentan kein Board finden. Das heißt, er könnte mir gar keine Seriennummer ausspucken. Die Seriennummer ist aber wichtig für das, was ich euch gleich zeigen möchte. So, und jetzt seht ihr hier, da ist zum Beispiel mal USB Clipper LPC 117, 68, 14 irgendwas. Und unten drunter das gleiche nochmal mit 16 irgendwas. Das ist wichtig. Das sind nämlich unsere zwei MCUs. Das ist einmal, glaube ich, hier die XYI und einmal die Z-MCU. Was es bedeutet, zeige ich euch jetzt. Ja, das gucke ich mir später an. Und dann gehen wir ignorieren, später. Und wir gehen dann in, nicht in den Plugin Manager, sondern in den OctoClipper unter Plugins. Und dort in die Clipper Configuration. Diese Konfiguration ist dann relativ harmlos, muss ich sagen, wenn man weiß, worum es geht. Die Beispielkonfiguration verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Die findet ihr in dem Repository von dem Voron-Projekt. Wichtig ist nur, dass ihr die Konfiguration immer speziell auf eure Hardware anpasst. Also das ist, hier ist jetzt ein Voron 2.2 mit 250er Bauvolumen und einem E3D V6 und einem Kenovo Heizbett und einem entsprechenden Thermistor. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es ist. Der Original auf jeden Fall von E3D. Das müsst ihr alles angeben. Da ist das Farbdisplay von Fivestack eingebaut. Das müsst ihr alles konfigurieren. Deswegen guckt lieber auf eure Hardware, was habt ihr drin, und konfiguriert dann das Board entsprechend durch. Ihr findet so ziemlich für alles Mögliche an Hardware-Kombinationen, die für den Voron oder für euren Drucker empfohlen werden, im Internet bestimmt irgendwie eine Konfigurationsmöglichkeit, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Und in den Foren auch Beiträge, falls ihr irgendwelche Probleme habt, wie ihr das Ganze beheben könnt. So, das hier oben ist erstmal so ein bisschen Definitionsgedöns, sage ich jetzt einfach mal. Das sind Beschreibungen oder eine Mapping Table, welcher Pin was tut. Also welcher Pin auf welchem Board was genau tut. Das interessiert uns aber momentan nicht. Momentan interessiert uns einfach nur hier diese MCU-Section. Das ist das erstmal das Allerwichtigste, ohne das funktioniert nichts. Und da habe ich auch gleich damals den ersten Fehler gemacht. Ich habe nämlich diese Seriennummer und diese Seriennummer hier vertauscht. Das heißt, ich habe das Z-Board und das XYI-Board vertauscht und dann hat der Drucker gar nichts gemacht. Er ist zwar hochgefahren im Prinzip und hat auch das Display beleuchtet, aber das Display war erstmal falsch beleuchtet und man konnte auf dem Display gar nichts machen, geschweige denn irgendwas sehen, weil er natürlich die Temperatursensoren und alles drum und dran auf dem falschen Board vermutet hatte. Das ist natürlich nicht so clever, von daher immer darauf achten, wenn ihr ein Voron baut und diese zwei Boards drin habt, dass ihr auch die richtige Seriennummer für das richtige Board eintragt. Wenn ihr nicht wisst, welche Seriennummer für welches Board verwendet wird, steckt eins ab, guckt nach, welche Seriennummer noch aktiv beim Raspberry halt entsprechend vorhanden ist und tragt die dann entsprechend ein. Bei mir ist das jetzt hier die 16 für die XYI, also genau umgekehrt wie das, was ich eben gesagt habe, und die 14 für die Z-Version. Genau, da müsst ihr noch vorher entsprechend natürlich den ganzen Pfad angeben, also den kompletten Pfad für diese Seriennummer, für dieses USB-Gerät. Und dann sollte allein schon mal das funktionieren. Für den Rest zeige ich euch jetzt auch grob, was man wo noch einrichten muss. Das ist natürlich, wie gesagt, von Drucker zu Drucker unterschiedlich und müsst ihr auch für euch auch entsprechend anpassen. Auch Z-Höhe und Koordinaten, wie er entsprechend beim Quad Gantry Level entsprechend das Ganze anfahren soll. Oder falls ihr nicht keinen Voron baut, wie denn zum Beispiel das Meshbed Leveling funktioniert. Welche neuen Punkte oder welche Punkte er denn anfahren soll, um das Bett zu leveln.
Das könnt ihr alles hier in der Konfiguration starten. Bei mir habe ich jetzt hier entsprechend die 250er-Konfiguration natürlich auskommentiert. Da gibt es verschiedene Stellen in der Konfiguration, an denen man das tun muss. Und ich habe einen ganz wichtigen Punkt, dafür muss ich ein bisschen weiter runter scrollen. Bed Heater, nein. Probe, nein. Fan Control, nein. LED Control, nein. Haben wir noch nicht verbaut. Kommt irgendwann. Lass mich kurz gucken. Displays, da sind wir. Und zwar, ich habe nicht das Standard RepRap Display, sondern ich habe das Feistec RGB Display, also dieses Mini-Display, was in allen möglichen Farben darstellbar ist und was beim Voron 2.4 eigentlich verbaut ist. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich finde, es gibt dem Ganzen nochmal so einen speziellen Touch, wenn es fertig gebaut ist, und wollte ich auf jeden Fall unbedingt haben. Muss man aber auch in der Konfiguration speziell konfigurieren. Ist nämlich nicht einfach Standard. Und hier oben seht ihr schon, habe ich das RepRap Discount 128x64 Full Graphics Smart Controller Display und hier unten drunter den Mini 12864 LCD Display von Feistec, diesen Controller, und dem kann man dann auch entsprechend hier unten Initial, die Farbe habe ich jetzt hier bei mir auf Rot gesetzt, natürlich kann man die in alle möglichen anderen Farben auch einrichten. Das gleiche hier unten auch für den Neopixel, also für den Drehknopf entsprechend, wie der denn beleuchtet werden soll. Die kann man nämlich das Display und den Neopixel separat beleuchten. Sieht auf jeden Fall cool aus und ist bei dem nächsten Stammtisch auf jeden Fall ein guter Hingucker. Genau. Dann hatte ich die Tage noch eine kleine, naja, Entdeckung oder einen kleinen Aha-Effekt gehabt. Den möchte ich euch auch nicht gerne ungerne vorenthalten. Und zwar ist es das Makro für das Quad Gantry Level, beziehungsweise ein Makro, was ich bei mir jetzt eingerichtet habe bei den Drucken, um das Ganze halt initial, wenn ein Druck startet, dass sich die Gantry halt levelt. Da ist hier was Schönes angelegt worden, das ist der Code G32. Mit dem kann man entsprechend das ganze Mesh clearen, kann einmal entsprechend die Achse homen, kann dann entsprechend die Gantry leveln, kann dann nochmal homen und dann fährt er nochmal in die Mitte des Druckbetts. Das stimmt hier noch nicht ganz, eigentlich müsste hier die 125, ja, und die 20 lasse ich jetzt da mal, damit der halt wirklich genau in die Mitte fährt, weil ansonsten steht er so ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts halt vorne. Das ist natürlich nicht optimal, aber tut nicht weh. Genau. Ansonsten, also ich würde auch sagen, dieses Go-To, also diese Zeile hier kann man zur Not noch weglassen, weil wenn ich gelevelt habe und wenn ich hier nochmal mit der G28 nochmal das Ganze nochmal ausgeführt habe, dann steht der eh in der Mitte, dann brauche ich ihn nicht nochmal dahin zu fahren. Das ist dann ein bisschen Korps wegen Satz gemacht. Aber das kann man jedem überlassen, wie er möchte. Und ansonsten ist es das eigentlich ganz grob mit der Konfiguration. Natürlich, hier unten habt ihr nochmal eure Thermistor-Types entsprechend. Ich glaube, bei mir ist es, lass mich kurz überlegen, welcher war es denn nochmal? Ich glaube, das war hier der NTC 100. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da müsst ihr auf jeden Fall, je nachdem, welchen Thermistor ihr verwendet, müsst ihr das einrichten, auch welche Nozzlegröße und. Könnt ihr alles einrichten, damit der Drucker auch am Schluss wirklich gut druckt. Ich habe jetzt schon die Tage mit dem Voron ein paar Würfel gedruckt. Ich kann sie ja mal holen. Ich habe schon ein bisschen was gedruckt. Hier zum einen diesen Testwürfel, den kennt ihr aus dem Voron-Vorstellungsvideo. Dann hier nochmal ein Testwürfel, der jetzt quasi unmittelbar nach dem hier, nach dem Video gedruckt worden ist. Und zwar, als ich ihn dann darüber gestellt habe, da sieht das Druckbild schon deutlich besser aus, weil halt der Tisch da drüben oder das Lowboard halt nicht wackelt. Und hier nochmal einen, den ich heute mit einem ganz normalen PLA von Filamentum gedruckt habe. Der sieht schon deutlich besser aus. Allerdings muss ich sagen, dass mir momentan bei Möbius halt oben dieses Provisorium für die Pneumatikkupplung, wo dann der PTFE-Schlauch drin steckt, ist mir rausgerissen. Da bin ich gerade die Ersatzteile am Drucken, dass das funktioniert. Da habe ich nämlich improvisiert, sagen wir es mal so. Ich hoffe jetzt, dass die Teile halt relativ schnell da sind, die ich bestellt habe. Das sind nämlich die original empfohlenen Teile vom Bontech Extruder, dass ich die einbauen kann und dass er dann relativ schnell wieder losdrucken kann. Genau. Ansonsten muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden mit dem Voron bis jetzt. Die Druckergebnisse sehen von Einstellung zu Einstellung immer besser aus und können sich echt sehen lassen. Und das Enclosure ist auch mittlerweile fertig. Das heißt, die Türen sind vorne mittlerweile angebracht und der Deckel, den habe ich heute auch noch fertig drucken können, die Teile dafür. Das heißt, er ist mittlerweile voll enclosed und ist eigentlich so gut wie fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist wirklich der Skirt für
die Abdeckung rundherum und dann ist er eigentlich fertig. Das war jetzt jede Menge Zeug. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert bitte den Kanal, denn ihr wisst, der nächste Drucker wird der Zero sein. Da fange ich vielleicht morgen schon an die ersten Teile zu drucken. Ich weiß es noch nicht. Ein Großteil von der Elektronik habe ich schon hier. Es fehlt noch ein Netzteil, ein bisschen Kabel. Was war es noch? Ach ja, die Motion-Teile. Also GT2-Bed und Pullis fehlen auch noch ein paar. Aber an sich habe ich einen Großteil zusammen. Den können wir als nächstes aufbauen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend, haben wir mittlerweile. Genau. Bleibt gesund. Bis morgen. Happy Printing.